Detailansicht und Funktion des Cosmos Telefunken Kamerad. Ein Transistorempfänger zum Selbstbasteln. Aufgrund der detaillierten Bilder empfiehlt es sich, dieses Video in der HD oder besser 4K-Variante anzuschauen. Heute geht es um den Cosmos Kamerad. Ein Transistorempfänger zum Selbstbasteln, Originalzitat, entwickelt in Kooperation mit Telefunken, circa Mitte der 60er Jahre. Der Cosmos Kamerad ist noch unbespielt, wie es auf eBay immer so schön heißt. Das heißt, er ist noch im Originalzustand und wurde noch nicht aufgebaut. Zu sehen ist die Umverpackung. Um den Kamerad handelt es sich um ein Mittelwelleradio, welches batteriebetrieben ist. Der Bausatz besteht unter anderem aus einem Kunststoffgehäuse, also die Frontplatte ist aus Kunststoff. Ich muss gerade freihändig etwas umräumen. Die obere Lage besteht aus den elektrischen Komponenten, der Frontplatte aus Kunststoff, dem Drehschalter für die Senderwahl sowie der Lautsprecher, die Ferritantenne. Die einzelnen Komponenten werden gleich vorgestellt, die Gesamtfunktion der Schaltung am Schluss des Videos. Und die untere Lage besteht aus den mechanischen Komponenten. Zuerst mal nochmal zu den elektrischen Komponenten. Zuerst der wichtigste Teil, die Frontplatte. Natürlich mit Telefunken-Logo. In dieser Frontplatte wird jetzt habe ich zu kurze Fingernägel. Das hier ist die Plakette mit den Sendern. Das ist der zugehörige Knopf, Wahlknopf. Das hier ist der Drehkondensator.
Dieser wurde auch oder wird als sogenannter Quetscher bezeichnet. Quetscher deshalb, weil die Kondensatorplatten sind zwischen Klimascheiben eingequetscht. Draußen fährt gerade eine Tram vorbei. Das ist noch alles original verpackt im Styropor. Das ist der dynamische Lautsprecher. Mit einer Impedanz von 3 Ohm. Das ist der HF-Transformator für den Vorverstärker. Wie gesagt, die Beschreibung der Schaltung bekommt am Ende des Videos. Das ist der Überträgertransformator für den NF-Vorverstärker. Und das der Überträger für die für die Endstufe. Das hier ist der Lautstärkeregler sowie der Ein-Ausschalter. Das Putty ist bereits verharzt, also es dreht sich nicht mehr. Das liegt am Alter.
Das ist ein allgemeines Problem bei diesen Bauteilen, dass der Schmierfett im Laufe der Zeit verharzt. Wie gesagt, der Bausatz ist noch komplett unbenutzt. Das hier ist die Ferritantenne. Die ist noch in der Verpackung festgeklebt mit Tesaband. Das ist eine Ferritantenne. Ich erkläre später im Schaltplan die zwei Wicklungen auf dieser Antenne. Das hier sind die Bauteile, noch original verpackt. Das sind diverse Elektrolytkondensatoren, Widerstände und normale Kondensatoren. Die Verpackung ist wie gesagt noch versiegelt und die wichtigsten Komponenten: drei Germanium-Transistoren und eine Germanium-Diode. Kommen wir mal zur zweiten Lage. Dort ist natürlich die Bauanleitung inklusive Schaltplan. In der Videobeschreibung ist das Handbuch komplett als PDF verlinkt. Sowie auch der Schaltplan. Wie gesagt, der Schaltplan wird gleich erklärt. Weitere Komponenten sind natürlich die Sperrholzgehäuseteile. Hier ist allerdings zu sehen, dass diese Bauteile bereits sehr stark verbogen sind. Das ist der langen Lagerzeit geschuldet, da das Sperrholz feucht geworden ist.
noch Stabilisierungsteile. Seitenteile. Diverse Schrauben und Abstandshalter sowie Batterieklemmen. Etwas Schaltdraht, der benötigt wird, für die externen Komponenten zu verbinden. Eine Lötleiste. Und natürlich die sogenannte gedruckte Schaltung. So, und jetzt geht's weiter mit der Erklärung der Schaltung selbst. Die Schaltung des Cosmos Telefunken-Kamerad ist sehr einfach aufgebaut. Da es sich um reinen Mittelwellenempfang handelt, ist es eine sogenannte Audion-Schaltung und diese Schaltung könnte 1:1 umgesetzt werden mit Röhren, indem einfach alle Germanium-Transistoren ausgetauscht werden durch Röhren. Abgesehen von den Arbeitspunkten der Steuergitter bzw. hier die Basis wäre die Schaltung dieselbe. Noch eine kleine Anmerkung zu der Typenbezeichnung von Kristalldioden und Transistoren. In der Anfangszeit wurden Kristalldioden alias Dioden exakt so bezeichnet, wie man eine Röhre bezeichnet hätte. Nämlich als Anfangsbuchstabe der Typ der Heizung, in diesem Fall O, für ohne Heizung und A als erstes System, nämlich als Diode. Dasselbe auch für Transistoren, O für ohne Heizung und C für Triode. Die ersten Germanium-Transistoren konnten nur im NF-Bereich benutzt werden. Die späteren HF-Germanium-Transistoren wurden als Typenbezeichnung mit AF bezeichnet. Wie hier zum Beispiel der AF105A. Dasselbe auch bei den Leistungstransistoren. Die Leistungstransistoren für Germanium wurden mit AC bezeichnet, wie hier zum Beispiel der AC117. Die Antenne ist sehr einfach aufgebaut. Der Kondensator C2 bildet einen Koppelkondensator zum eigentlichen Schwingkreis. Dieser besteht aus der Spule L1 und Kondensator C1. L1 und C1 bilden die Resonanzfrequenz für den zu empfangenden Sender. Der Kondensator hat eine Kapazität von 5 bis 180 pf und das andere Ende der Antenne wird direkt zur Erde weitergeleitet. Die Spule L1 sitzt zusammen mit der Spule L2 auf einem Ferritkern. Die Spule L2 bildet später die Basisspannung für den Transistor. Für den HF-Teil wird über den Widerstand R1 und R2 ein Spannungsteiler gebildet, der den Arbeitspunkt für die Basis des Transistors bereitstellt. Dieser Arbeitspunkt wird über die Spule L2 geleitet und moduliert somit die HF-Spannung, die von der Antenne empfangen wird. Über den Kondensator C3 wird die Spannung etwas stabilisiert. R3 bildet die Emitterspannung, gespeist aus der Batterie, die ebenfalls über C4 stabilisiert wird. Und der Kollektor des Transistors geht direkt in die Spule zum HF-Transformator.
Dieser HF-Transformator wird benutzt, um die Potenziale zwischen den verschiedenen Stufen zu trennen. Der D-Modulator ist sehr einfach aufgebaut. Der Ausgang des HF-Transformators W2 geht direkt in die Demodulationsdiode, hier in die GR. Der Ausgang dieser Diode wird noch einmal durch den Kondensator C5 von den letzten HF-Resten bereinigt und stellt somit das demodulierte NF-Signal bereit. Der Sinn der Demodulation ist nur der, dass der hochfrequente Trägerteil komplett entfernt wird und übrig bleibt das RNF-Nutzsignal. Dieser geht über ein Potentiometer, R. Dieses hat 5 Kiloohm und damit ist es dann möglich, die Lautstärke zu regulieren. Der NF-Teil besteht aus zwei Teilen. Zuerst einem Vorverstärker. Das demodulierte NF-Signal wird über den Kondensator C6 eingekoppelt. Das ist ein 10 Mikrofarad Elko. Die Widerstände R4 und R5 bilden wieder einen Spannungsteiler, der den Arbeitspunkt der Basis bereitstellt. Über den Widerstand R6 wird die Emitterspannung des Transistors bereitgestellt. Dieser wird ebenfalls durch den Kondensator C7 nochmal stabilisiert. Der Kollektor des Transistors geht auch wieder direkt in einen Koppeltransformator, in diesem Fall einen NF-Koppeltransformator. Dessen Wicklung W1 geht direkt zur Masse. Auch hier ist wieder der Sinn, dass die Potenziale zwischen der Vorstufe und der Endstufe getrennt werden. Der Widerstand R7 und R8 bildet wieder einen Spannungsteiler für den Arbeitspunkt des Transistors. Diese Spannung wird stabilisiert über den Kondensator C8 und geht über die Spule W2 des Überträgers, der das vorverstärkte Signal aus der Vorstufe bereitstellt, direkt in die Basis des Transistors. Der Emitter des Transistors wird gespeist über den Widerstand R9, der als Strombegrenzung eingesetzt wird, etwas stabilisiert durch den Kondensator C9. Der Kollektor des Transistors geht direkt in die Primärwicklung des NF-Überträgers. Der Ausgang des NF-Überträgers geht direkt zum Lautsprecher. Als Spannungsversorgung werden zwei Batterien mit je 4,5 Volt eingesetzt. Es handelt sich dabei um sogenannte Taschenlampenbatterien. Diese Taschenlampenbatterien bestanden aus drei Zellen mit je 1,5 Volt in einem Gehäuse. Dies war eine sehr typische Bauform für Batterien Ende der 60er Jahre. Diese beiden Batterien werden in Reihe geschaltet und stellen somit eine Betriebsspannung von 9 Volt bereit. Diese können über den Schalter S getrennt werden und dieser Schalter dient natürlich als ein Ausschalter. Und zum Schluss wieder ein Screenshot aus einer Internetauktion. Angeboten wird eine RGN 2004 von Telefunken, eine sogenannte HiFi-Rarität. Wohl eine wohlklingende Gleichrichterröhre. Zitat aus der Beschreibung: Bei dieser Röhre befinden sich mehrere Drahtstücke in der Röhre, weshalb sie in dieser Auktion als defekt verkauft wird. Sehr wahrscheinlich bringt dies Probleme beim Betrieb mit sich. Deshalb möchte ich dies unbedingt erwähnen. Sollte das Exemplar durch Transport weitergehend beschädigt werden, so melden Sie sich bitte umgehend bei mir. Trotz der losen Drahtstücke und Transportschäden, danke fürs Zuschauen und bis bald.